Hier tut sich was. Das Seeländer in Herrenberg nimmt langsam Gestalt an. Zeit, auch die Gestaltung der Seestraße davor anzupacken. Die soll nämlich von der Durchgangsbundesstraße zur Wohlfühlzone für die Bürgerschaft werden. Samt breiten Fahrradstreifen und einem Übergang von dem neuen Areal in die Altstadt. Die Pläne gehen jetzt zur Beratung in den Gemeinderat. Im Frühjahr sollen die Bauarbeiten beginnen. Bis zur Eröffnung des neuen Gebäudekomplexes in einem Jahr soll die Straße fertig sein. Dann wird noch der Platz zwischen Nufringer Tor und Bronntor neu gestaltet. Diese Straße dagegen ist schon seit Jahren fertig und Austragungsort eines ganz besonderen Wettbewerbs. Der Goldberg Cup in Sindelfingen hat mal wieder viele Zuschauer und mutige Seifenkistenfahrer angelockt, die sich um die Wette den Berg herunterstürzen. Und das nicht nur in Seifenkisten. 5 Fahrer haben sich sogar auf Mülltonnen auf die Straße gewagt, mit mehr oder weniger Erfolg. Unten angekommen sind am Ende alle, manche früher, manche etwas später. Und in Böblingen gab's Straßenessen. Die Streetfood-Fiesta war zu Gast auf dem Marktplatz und hat mit Burgern, Pasta, Langosch und Striezeln jede Menge Leckermäuler angelockt. Besonders begehrt dabei exotische Köstlichkeiten wie venezolanische Arepas mit Maismehlfladen oder Känguru-Schaschlik. Aber auch diese Büffel-Mozzarella-Burger sind gut angekommen. Die Böblinger jedenfalls haben es sich 3 Tage lang richtig schmecken lassen.